Wenn hast du lange Haare, dann in deinem Frisurenrepertoire hast du auch sicher ein Pferdeschwanz. Der heutige Trick vergrößert, gibt ja neue Möglichkeit, die ganz normale Ponytail anders zu tragen. Seh an, wie leicht dein einfacher Pferdeschwanz kannst du in eine elegante Frisur verwandeln. Das ist Mathilda, meine neue Freundin, mit ihren wunderschönen langen Naturhaaren. Mit ihrer Hilfe, ich werde euch unterschiedliche Frisuren und Tricks zeigen. Als erstes tust du ganze deine Haare schön bürsten, nach hinten und den Pferdeschwanz binden hier an die Nacke, tief an die Nacke. Natürlich mit einer Haargummi ohne Metallverschluss. Die Haargummi fest wie möglich binden. Wenn der Pferdeschwanz ist fertig, ziehst du diese ganze Haargummi leicht nach unten. So ungefähr. Jetzt in den Pferdeschwanz, in der Mitte, suchst eine Strähne raus, nimmst die ins Hand und restliche Pferdeschwanz ziehst nach oben. So entsteht die Volumen. Wenn hast du feine Haare, da vielleicht wäre das schon reichen und brauchst du die nicht irgendwie noch versichern. Aber bei dieser dicke, schwere Haare, da wäre ich dir raten, hier unten das alles noch versichert mit 2-3 Haarklammern. Mit Haarklammer einfach die Haargummi nochmal zu dem restlichen Haare fixieren, dass dieser Pferdeschwanz hier kriegt noch mehr Stand, noch mehr Hilfe. Das ist natürlich, wenn hast du viele dicke Haare. Der Trick für deinen Pferdeschwanz ist fertig. Wenn hast du feine Haare, da wird diese Volumen noch leichter zu kriegen. Bei diesem dickeren, vielen Haar, da wirklich werde ich dir raten, unten unbedingt diese Haarklammer zu schieben. Mathilda sieht verzaubernd aus von vorne und von hinten. Probier, seh an, wie leicht kannst du selber die Volumen kriegen. Den Trick ist einfach zu machen, oder? Probier selber, verwandle dein Pferdeschwanz in eine elegante Frisur. Wer bist du? Noch nicht mein Abonnement? Abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn bist du schon mein Abonnement? Gib mir ein Like, schreib Kommentare, teile meine Video. Wenn schreibt ihr keine Kommentare, wenn gibt ihr mir kein Like, dann kriegt ihr auch nicht per E-Mail diese Nachricht, dass meine neue Video ist online. Wenn ist irgendwelche Interaction von euch auf meinem Kanal unter meinen Videos, dann kriegt ihr automatisch von YouTube die ganze Informationen, oh, welche Frisur hat neue Video. Dann bitte teilt, gebt Like, schreibt ja Kommentare und jetzt geh, versuch deine elegante Pferdeschwanz selber machen. Eine elegante Frisur verzaubern. Elegante Frisur wechseln. Sorry.